In einem meiner letzten Videos habe ich ein paar Soundkarten empfohlen. Als Beispiel die Creative Sound Blaster Play. Das ist eine Soundkarte, die kostet so ab 20 €. Und jetzt hört ihr mich gerade durch eine billige No-Name China Soundkarte. Und ich denke mal, dass ihr ganz deutlich das Rauschen hört. Und das ist auch der Grund, warum ich nicht diese billigen empfohlen habe. Ich schalte jetzt mal die Rauschunterdrückung ein. Und was ihr dann hören werdet, ist, dass das Rauschen zwar weg ist, aber meine Stimme sich irgendwie nicht wirklich schön anhört. Hört sich vorher auch nicht an, das ist mir schon klar. Aber jetzt einfach irgendwie technisch verzerrt. Kommt natürlich von der Rauschunterdrückung, weil es fehlen halt einfach Informationen auf der Audiospur, die halt vom Rauschen überlagert worden sind und ja, damit einfach weg sind. Und das hört man bei der Rauschunterdrückung doch ganz gut. Bin jetzt einfach mal still und ihr könnt das Rauschen der Soundkarte genießen. Und deshalb auch nochmal mein Tipp, lieber gleich eine richtige Soundkarte kaufen, denn mit so einer billigen, da muss man sich doch wieder doch eine richtige kaufen, also bezahlt man zweimal. Ja, nicht so geizig sein.